Falls du ihn wirklich mit ihm sprechen willst, würde ich dir raten, einfach mitzuspielen. Macht ihn vielleicht zugänglicher. Und damit herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Coteries of New York. Und ja, ich bleib dabei. Wir brauchen ja nicht zu wissen, was in den letzten Folgen war, wenn ihr sie angeschaut habt. Ich brauche das ja nicht immer wieder nachzusagen. Wo war ich? Ach ja. Einer der Klienten, die D'Angelos Dienste gelegentlich in Anspruch nehmen, ist kein geringerer als Kadir. Mal geht es darum, ein paar schmutzige Geheimnisse über jemanden auszubuddeln, dann spürt er wieder einen von uns auf, der nicht aufgespürt werden will. Die Nosferatu sind ziemlich gut in solchen Sachen und unser Sheriff weiß das zu schätzen. Tatsächlich hat er ihm vor kurzem erst einen Fall anvertraut. Irgendetwas mit einer Mordserie im Vieh-Milieu, glaube ich. Weißt du, wen Kadir nicht besonders zu schätzen weiß? Dich. Und deshalb wäre es klug, wenn du dich ein bisschen nützlich machen würdest. Und zum Beispiel, indem du D'Angelo bei seiner Untersuchung hilfst. Er ist aber frech. Ich dachte, der mag uns. Also, er würde uns zumindest nicht mögen, weißt du? Naja. Man kann ja auch nicht alles haben. Wieder ein Moment der Stille, als Sophie einen langen Blick aus dem Fenster wirft. Und jetzt hätte ich noch zwei exotischere Vorschläge. Exotisch? Als ob der Blutmagier und die Vampirdetektivin zum Standardprogramm gehören. Du hast vielleicht den Namen Gangrel schon mal gehört. Sie sind ein wilder Clan und ihre Beziehung zu ihrem Tier ist eng. Enger als die meisten von uns zulassen würden. Normalerweise meiden sie große Städte, aber es gibt Ausnahmen. Offiziell sind sie seit mehr als 20 Jahren kein Teil der Camarilla mehr. Die bestimmte Gangrel, die auf meiner Liste steht, hat allerdings noch gewisse Bande zu unserer Sekte. Familienbande, um genau zu sein. Tamika, so heißt sie. Ihre Erzeugerin Jezebel hat 1999 eine Schlüsselrolle in der Schlacht um New York gespielt. Wieso das wichtig ist? Nun, falls du dich schon mal gefragt haben solltest, seit wann New York eigentlich zur Camarilla gehörst, jetzt weißt du's. Ihre Verdienste haben bedauerlicherweise nie die Anerkennung gefunden, die sie verdient hätten. Tamika und ein paar ihrer Geschwister hatten da mehr Glück. Die haben damals Prospect Park gesprochen bekommen, als Belohnung für ihre Tapferkeit. Jezebel hatte irgendwann genug damit, ständig übersehen zu werden. Sie hat die Stadt vor ein paar Jahrzehnten verlassen, im Gegensatz zu ihrem Kind. Darf ich überhaupt? Ich denke ja. Also man darf ja eh mit jedem reden, glaube ich mal. Also, weißt du noch etwas über Tamika? Du scheinst ziemlich viel über ihre Erzeugerin zu wissen. Kannst du mir noch irgendwas was über Tamika selbst sagen? Natürlich. Ich habe mich ein wenig umgehört. Von allen Kindern, die Jezebel erzeugt hat, ist Tamika anscheinend das Vernünftigste und Beherrschteste. Nach den Maßstäben ihres Clans jedenfalls. Trotzdem, geh besser davon aus, dass du ihr erst einmal zeigen musst, wie viel du wert bist. Und ihre Methoden dafür dürften ziemlich einzigartig sein. Ich weiß nichts Genaues, aber eine interessante Unterhaltung ist das Mindeste, was du erwarten solltest. Okay. Unterhaltung im Sinne von wir reden miteinander oder wir werden unterhalten. ja, Gangrel kenne ich doch tatsächlich. Habe ich ja mal gespielt als einen. Ich fand die gut. Andererseits, dasselbe ließe sich eigentlich über nahezu jeden Blutsverwandten in dieser Stadt sagen. Wieder dieses unergründliche Lächeln. Insofern könnte eine Begegnung mit Tamika lehrreich für dich sein, wenn schon nichts anderes. Und wer weiß, vielleicht findest du ihr Temperament ja als angenehme Abwechslung. Und weil wir gerade so von Abwechslung sprechen, ich habe noch eine letzte Empfehlung für dich, allerdings eine, die ich nur unter Vorbehalt ausspreche. Die Blutsverwandte, die sich selbst Hope nennt. Sie ist eine Malkavianerin. Ihr Clan ist verflucht wie jeder andere. Wenn auch auf ziemlich einzigartige Weise. Verrückt ist das Wort, mit dem die meisten von uns sie jahrhundertelang beschrieben haben und immer noch beschreiben würden. Wahnsinnig, krank, völlig durchgeknallt sind auch recht populär.
Aber wenn man genug Zeit mit ihnen verbringt, begreift man irgendwann die Wahrheit. Es ist keine Krankheit, sondern eine einzigartige Wahrnehmung der Welt. Eine geistige Ästhetik, die so anders ist als unsere, dass die Verhaltensweisen, die sie hervorbringt, auf uns labil wirken müssen. Aber genau diese radikal andere Perspektive kann extrem wertvoll sein. Einmal Kaviar in deiner Coterie zu haben, wird dich vermutlich ein paar Nerven kosten. Und cholerisch solltest du auch nicht unbedingt veranlagt sein. Aber ihre Intuition ist wie ein heiterer Himmel, aus dem ständig unerwartete Ge Geistesblitze schießen. Ich kenne keinen anderen Clan, der das von sich behaupten kann. Also was jetzt Hope betrifft? Nur mal so zwischendurch. Malkavianer waren die Verrückten, die ich letztes Mal meinte, von wegen, das müsste man ja eigentlich. Also, wenn ich Vampire Masquerades nochmal spielen sollte, das kann tatsächlich irgendwann mal passieren, ich weiß noch nicht wann. Dann als Malkavianer oder als Nosferatu, weil die beiden halt das Spiel so völlig verändern. Problem ist, ich kenne das Spiel hier jetzt und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber manchmal, oder ich habe das leider so, wenn ich Spiele einmal durchgespielt habe, dann ist es manchmal schwierig, da wieder zurückzukommen, also nochmal das Spiel zu spielen, auch wenn es irgendwie einen Grund geben sollte. Okay. Weil ich halt das meiste, also ich vergesse das nicht. Ich vergesse das schon, weißt du, so große Teile der Story, aber die wichtigen Sachen bleiben hängen und ja, ich weiß nicht. Ich finde es immer schade, wenn man das Spiel schon kennt, wenn man es nochmal spielt. Auch wenn das ein anderes Spielgefühl ist. Ich spiele ja hauptsächlich, oder sehr, sehr große Teile spiele ich wegen der Story. Und deswegen. Ja, bei Malkavianer wäre es halt zum Beispiel so, wenn man das Spiel vorher nicht kennt, ist es so, wie ich gehört habe. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es soll unmöglich sein, beinahe das selber zu spielen, weil man halt, ja, die Einträge in dem Tagebuch sind anders, das ist alles sehr kryptisch und auch das, was man auswählt, wenn man was auswählen will, weiß man halt auch nicht, was da gleich kommt. Na, egal, wir sind ja hier bei Code Freeze of New York. Also, was Hope angeht. Sie soll eine ziemliche Einsiedlerin sein, aber eine zuverlässige Quelle meinte, man könnte sie im Augenblick im Lower Manhattan finden. In einem Internetcafé? Ich glaube, so hat er es genannt. Gregory hat hier genaue Adresse. Wieso darf ich jetzt nicht sagen, oh toll, das klingt total super. Ein Internetcafé? Klingt oldschool. Ich dachte, die gäbe es gar nicht mehr. Da fragst du wirklich die Falsche. Aber weil wir schon mal beim Thema sind, du solltest wissen, dass die Camarilla die Verwendung des Internet als Kommunikationsmittel extrem kritisch sieht. Dafür kannst du dich bei der zweiten Inquisition bedanken. Behalt das besser im Hinterkopf, wenn du in ihrer Zuflucht bist. Na gut, das wären alle. Auf mich warten heute Nacht noch ein paar soziale Verpflichtungen, deshalb lasse ich dich jetzt erstmal alleine. Mach das Beste aus dieser Nacht und der nächsten, Kind. Was ist schon besser, als interessante Leute zu treffen, nicht wahr? Sollte ich erneut deine Dienste benötigen, wird Gregory dich zeitnah darüber informieren. Apropos, du wirst einen Wagen brauchen. Komm doch mit uns nach unten, ja? Wir sind kurz davor, das Tutorial zu beenden. Wo sind wir? Folge 8 oder 7? Irgendwo da? Naja. Sie lächelt ihr noch einmal zu und wendet sich an ihren Fahrer. Er hilft ihr mit einer routinierten Bewegung in den Mantel und ihr drei verlasst Sophies Apartment. Sophie deutet auf einen der Wagen, die neben dem Gebäude geparkt sind, und Gregory reicht ihr die Schlüssel. Es ist ein recht unauffälliger Kleinwagen. Nicht gerade luxuriös, aber du hast definitiv schon Schlechteres gefahren. Pass auf dich auf, Felix. Es ist deine erste Nacht allein in unserer Welt der Dunkelheit. Lass es nicht deine letzte sein. Während du dem abfahrenden. Das ist aber laut hier. Während du dem abfahrenden Rolls-Royce hinterherblickst, wird dir allmählich bewusst, dass du frei bist. Freier jedenfalls als in jeder anderen Fall einzelnen der letzten 4 Nächte. Ein Segen? Oder das Gegenteil? Man wird es sehen. Schade, dass jetzt kein Folgencut wäre. Das wäre so der perfekte Moment, aber nach 9 Minuten, 10 Minuten, da wärt ihr, glaube ich, beleidigt, oder?
So, ein Moment. Da musste ich einen kleinen Frosch aus meinem Hals raus räuspern. Mit einer Liste elegant geschriebener Adressen in der Hand denkst du über deinen nächsten Zug nach. Und hier haben wir die vier potenziell interessanten Leute, mit denen wir reden können. Ich würde allein schon von den Bildern her schon sagen, hier haben wir eine Malkavianerin, finde ich eindeutig. Und bei den anderen, oder? Ja, schade. Also das ist Hope. Ja, wir haben hier ein paar, also das hier ist dann die Gangrel. Okay, auch nicht schlecht. Und der Vampirclan mit dem Blutenragern. Ich würde tatsächlich, also ich denke mal, wir können die alle nacheinander abfahren. Ich glaube mal, so ist das Spiel. Ich würde sagen, wir gehen als erstes nach Hope, einfach nur so, weil ich die Malkavianer, ich finde die ja herzallerliebst. An die Suche nach Hoffnung. Sophie hat dir nahegelegt, dich mit Hope, einem zurückgezogenen lebenden Mitglied des Malkavianer-Clans, zu treffen. Anscheinend versteckt sie sich in einem Internetcafé in Lower Manhattan. Und ich sag mal, ah ne, wir wollten erst einmal die Gangrel und die Malkavianer erstmal Gangrel durchlesen, damit wir dann die Malkavianer gleich noch schön im Ohr haben. Clan Gangrel sind Ausgestoßene, Wandernde, Schurken und Jäger. Sie richten sich ihre Zufluchten in den ärmsten Vierteln der Stadt ein und schämen sich nicht dafür. Sie beanspruchen nur wenige Domänen für sich, aber fügen sich keinem Prinzen. Wenn ein Wilder eine Stadt betritt, wird der Prinz dies entweder akzeptieren oder gegen den Wilden angehen müssen, damit dieser nachgibt. Gangrel gewähren Personen aus den Reihen der Überlebenskünstler und der Kämpfer die Umarmung. Anführer von Gefängnisbanden und Gangs, Entdecker, städtisch oder anderweitig, und jedwedes Vieh, das die Welt als etwas betrachtet, das es zu durchqueren gilt. Nicht etwas, vor dem man sich verstecken sollte. Aussehen oder Titel. Ach, doch, Aussehen. Aussehen oder Titel kümmert sie nichts. Es zählen Leistung und Ruf. Sie werden gemeinhin als Wölfe, Wilde oder Ausgestoßene bezeichnet. Oder in einer abwertenden Weise als Tiere, Streuner und Primitive. Und der Clan der Malkavianer. Natürlich viel Text, ist ja klar. Psychologen wurden die Kinder Malkavs als Schizophrenie, ach wohl Schizophrenie, Depression, obsessive Zwangsstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen diagnostizieren. Manchmal alles gleichzeitig. Schwierig. Tatsächlich bedeutet der Clan des Mondes alle diese Dinge und keins von ihnen. Wie bei dem weisen Irren in der Dichtkunst stammt ihre Geistesgestörtheit daher, dass sie zu viel von der Welt zugleich sehen, zu tief verstehen und Emotionen empfinden, die zu stark sind, als dass sie ertragbar wären. Sie behandeln ihre Leiden selbst mit Blut, aber das ist nur vorübergehend eine Lösung. Alle Malkavianer leiden nach der Umarmung an psychischen Krankheiten. Manchmal wird eine bereits existierende Krankheit verstärkt, andere Male werden ihre Labilität neue Dimensionen hinzugefügt. Als ob ihre Gedanken und Handlungen auf einer Logik basieren würden, die der unseren vollkommen fremd ist, scheint es keine Erkenntnisse darüber zu geben, wann sich die Krankheit auf zerstörerische Weise manifestiert oder wann sie wichtige Personen aufzeigen wird, wo dieser zuvor fehlten. Wichtige Perspektiven natürlich. Sie werden Orakel, Narren, Visionäre genannt oder mehr als Beleidigung Irre, Bürden oder Wahnsinnige. Ich weiß nicht, unser, also wir haben ja hier alle natürlich. Hallo? Wo haben wir so? Nee. Wir sind ja die Toreador. Mein Gott. So, wir sind ja die Toreador. Und ja, guck mal, die Spitznamen, ne? Die Sensualisten. Das geht noch. Alles andere ist so abwertend. Und alle anderen haben irgendwie was Cooles, weißt du? Also alle anderen Clans, die wir so getroffen haben, die haben alle irgendeine coole, da Hexenmeister oder, ja okay, Missetäter, die haben alle irgendwas Cooles und wir haben nur abwertende Sachen. Naja, die Suche nach Hope. Es ist ein ruhiges, stimmungsvolles Internetcafé. Die Hälfte
Der Betriebsfläche ist zwar irgendwann in ein gemütliches Bistro umgewandelt worden, aber in einem Glasgeviert am hinteren Ende kannst du immer noch ein paar Reihen PCs erkennen. Durchs Fenster siehst du eine Handvoll erschöpfter Erwachsener in Freizeitkleidung, die mit glasigem Blick auf Tastaturen herumhämmern. Dazwischen sitzen ein paar gelangweilte Jugendliche und vertreiben sich in den späten Abendstunden mit quietschbunten Online-Spielen. Wenn Sophies Informationen stimmen, dann ist das der Ort, an dem Hope ihre Zuflucht hat. Einer der Kellner steht gerade vor dem Gebäude und blickt nach oben in den Himmel. Ein Smartphone in einer Hand und eine Zigarette, eine E-Zigarette in der anderen. Und du gehst auf den Mann zu und sagst ihm: I'm looking for hope. I should meet Hope here. Warum sollte ich dem irgendwas sagen? Ich bin aus geschäftlichen Gründen hier, sage ich einfach mal. Ich will irgendwie Hope nicht erwähnen. Ich bin aus geschäftlichen Gründen hier. Mein Vorgesetzter hat mich auf dieses Etablissement aufmerksam gemacht und mich angewiesen, hier eine Person namens Hope zu treffen. Können Sie mir da weiterhelfen? Ich wollte Hope nicht persönlich. Ich weiß nicht. Naja, er gönnt sich ein leises, amüsiertes Lächeln. Geschäftliche Gründe, ernsthaft? Der Mann nimmt einen langen Zug von seiner E-Zigarette und mustert dich dann noch einmal von oben bis unten, ohne ein einziges Wort der Erklärung. Nach 20 extrem unbehaglichen Sekunden spricht er schließlich doch. Kommen Sie, hier entlang. Er geht zurück ins Café und du folgst ihm. Als ihr euch euren Weg durch den Glaskasten mit den Computern bahnt, nimmt niemand von euch Notiz. Nicht ein paar Augen findet euch interessanter als die Excel-Tabellen, E-Mails, Facebook-Profile und Fortnite-Partien, von denen es im Augenblick in Anspruch genommen wurde. Nichts daran ist ungewöhnlich. Vor ein paar Wochen hättest du den Anblick, den diese Leute bieten, genauso wenig zur Kenntnis genommen, wie sie dich jetzt. Aber jetzt? Jetzt wirkt die Szene geradezu bizarr auf dich. Würden diese Menschen ihre Zeit immer noch so verbringen, wenn sie plötzlich unsterblich wären? Der Kellner schließt eine unscheinbare Tür an der Rückwand des Raums auf und lässt dich hindurch. Mit schrellen Schnitten führt er dich in ein verwinkeltes Labyrinth steriler grauer Gänge. Es fühlt sich an, als wärst du in eine andere Welt reisen. Durch ein unsichtbares Tor nach dem anderen. Ich habe gerade, weißt du, hä? Warum, weißt du, hier sind so viele Details und dieses Gesicht habe ich gerade irgendwie völlig so, hä? Was ist denn da los? Also, schönen Gruß an die Handybenutzer unter euch. Also, eine verwirrende Anzahl von Biegungen und Windungen später erreicht ihr schließlich euer Ziel. Dein Charon für Arme bedeutet dir, mit einer entsprechenden Handbewegung in einen dunklen Raum zu treten, in dem es anscheinend nur eine einzige Lichtquelle gibt. Einen Computerbildschirm, dessen Flimmern dir zuzumosen scheint, als du näher kommst. Kaum hast du seiner Aufforderung Folge geleistet, hörst du die Türen hinter dir zuschlagen, gefolgt von einem kurzen, hallenden Gelächter. Ist das der Ort? Sieht so aus, als könntest du im Augenblick nicht viel mehr tun, als dich auf dem Stuhl vor dem Computer zu setzen. Also machst du genau das. Auf einem Monitor siehst du ein typisches Chatprogramm. Ein Cursor blinkt im Eingabefeld mit der Beschriftung Benutzernamen. Anscheinend sollst du einen Namen oder irgendeinen Namen eingeben. Nach kurzer Überlegung tippst du. Komm. Also dein Name ist zu offensichtlich. Wir schreiben etwas Albernes. Vielleicht spielen dir die frisch geschärften Sinne einen Streich, aber dieser Ort hat eine Aura. Eine schmierige Aura. Naja, warum sich nicht davon inspirieren lassen? Da steht nichts. Du gibst Corn Collector ein und drückst auf Enter. Das ist nicht albern, das ist einfach nur. Na, ich habe jetzt irgendwas Witziges erwartet. Naja. Nach ein paar Sekunden öffnet sich ein Chatfenster.
Fast sofort und beinahe im Sekundentakt erscheinen neue Nachrichten. Hostage Executioner. Ah! Ja, ich bin so geil. Weißt du, geht's mir bloß so. Hey, wer ist Porn Collector? Was? Der ist neu, vor einer Sekunde war noch nicht da. Nee, keine Ahnung. Also ich nicht. Pornos Collector. Also, identifiziere dich innerhalb von 2 Minuten, sonst wirst du gesperrt. Okay. Ich könnte da nochmal durchgehen, aber. Weißt du, ich habe keinen Schmierlappen. Ja, klar sein. Nee, im Ernst. Also bezog sie jetzt auf Jerry, of course. Nicht mehr lange. Yeah, Jerry ist der VIP hier im Chat. Ja, okay, wir haben Pawns Collector hier. Der Chat verstummt. Anscheinend warten alle darauf, dass du etwas sagst, bevor sie weitermachen. Das muss ein ziemlich eingeschworener Zirkel sein. Schreib besser erst was, bevor sie dich herausschmeißen. Ich bin ein Vampir. Ich suche nach Hope. Ist sie da? Dachte, der Kanal wäre sicher. Untersuchst du, was schiefgelaufen ist? Wie ist der Blue überhaupt hier reingekommen? Untersuch das. Das ist Sherry. Unsere Granaten schickt den. Was? Kassel? Spackochen, was? Ja, genau, du wirst den Tag noch verfluchen, an dem du beschlossen hast, uns zu bespitzeln. Okay. Mann, du hast jetzt ein echtes Problem. Die Koordinaten schicke ich dann jedem, der sie haben will. Okay. Okay, Jerry sucht uns. Präsenz bringt den Chat unter Kontrolle. Präsenz funktioniert nur von Auge zu Auge, oder? Normalerweise. Der Kellner hat mich hergebracht. Oh, ich versuch's mal mit der Präsenz. Einfach nur deswegen. Du hast genug von diesem Exkremente labernden Losern. Zeit, ihnen ein bisschen Respekt beizubringen. Dein Blut wird zu Feuer. Uralte Macht strömt durch deine Adern und lässt deine Finger wie selbst über die Tastatur fliegen. Ihr Komiker lernt besser, den Mund zu halten, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ich habe eine gute Vor Ach, ihr habt eine keine Vorstellung, mit wem ihr euch anlegt. Ihr werdet mir gehorchen. Der Chat wird wieder komplett still. Dann explodiert er. Ah, was ist das denn bitte? Lol, was eine Scheiße, der tippt uns tot. Bin gerade so froh, dass ich heute schon früher reingegangen bin. Ich habe keine Vorstellung, mit wem ihr euch anlegt. Passt auf, der ist gefährlich. Ah, ich habe damit gerechnet. Okay, Notiz im Kopf. Deine Kräfte funktionieren nicht durch einen Bildschirm durch. Liegt dir irgendwie nahe. Wenn sie das noch könnten, würden deine Wangen jetzt aussehen wie ein Waldbrand. Ja, das, hab die Koordinaten. Nice. Bock zu sterben, Arschloch. Du wirst sterben, du wirst sterben. Stirb, stirb. Wie halt echt jeder den Porn-Collector zu Tode verurteilt. Ich mach dich kalt. Ich bin buchstäblich auf dem Weg zu dir. Ja, tut mir echt leid, das zu sagen. Du wirst gleich sterben. RIP, Bitch. Kriegst die Kehle aufgeschnitzt, genau wie hier, genau jetzt. Keine Sekunde, nachdem du die letzte Nachricht gelesen hast, spürst du plötzlich, wie sich 2 Arme um deinen Hals schlingen. Panik fährt dir wie ein Stromschlag ins Hirn und legt einen Moment lang deine Reflexe lahm. Du hast dir den falschen Chatroom ausgesucht, Wichser. Ein lächerlich theatralisches Flüstern an deinem Ohr später wird der Würgegriff um deinen Hals noch enger. Du versuchst dich zu wehren, aber die Arme sitzen wie verschweißte Eisenstangen um deinen Hals. Trotz der übernatürlichen Kräfte, die du seit kurzem hast, das ist kein normaler Mensch, mit dem du zu tun hast. Letzte Worte. Viel Glück, ich kann nicht sterben. Sophie hat mich hergeschickt. Sophie hat mich hergeschickt. Langley. Die Hand unter deinem Kinn verändert leicht ihre Pose. Halt still oder ich mach deine Luftröhre kaputt. Oder mein Handy? Und das wäre noch schlimmer für dich. Bevor die Worte ganz in deinen Hirn dringen, blitzt es ein paar Mal vor deinen Augen und du hörst das künstliche Knipsgeräusch einer virtuellen Kamera. Hat dein Angreifer gerade Selfies mit dir gemacht? Oh.
Genug Spaß für heute Nacht. Ich lass dich jetzt los und dann können wir reden. Aber mach bitte, bitte nichts, was ich blöd finde, ja? Versprochen, Mr. Incognito? Der geheimnisvolle Angreifer lottert seinen Griff und löst sich dann mit einem sanften Druck von dir. Schnell drehst du den Kopf, um zu sehen, wer hinter dir steht. Lass mich hier kurz fertig machen. Eine blasse, blonde Frau in ihren 20ern tippt hochkonzentriert auf ihrem Smartphone herum, nicht ohne dir immer wieder kurze, vorwurfsvolle Blicke zuzuwerfen. Das Erste, was dir auffällt, ist ihr absurder Aufzug, der aussieht, als wäre er das Ergebnis eines Raubzugs durch drei verschiedene Second-Hand-Läden. Dann bemerkst du die Tätowierungen. Ein weit verzweigtes Geflecht aus seltsamen Mustern und Figuren, das über jeden sichtbaren Zentimeter ihres Körpers zu kriechen scheint. Auf den ersten Blick wird es einfach nur chaotisch. Aber je länger du hinsiehst, desto mehr empfindest du es als bewusst kombiniertes Labyrinth. Mit der Frau als roten Faden? Als hätte sie deine Gedanken erraten, blickt sie dir genau in diesem Moment wieder in die Augen. Habt ihr einen Schreck eingejagt, was? Tja, tut mir leid, aber das bekommst du davor, wenn du einfach so in die Zuflucht einer Dame spazierst, ohne sie vorher um Erlaubnis zu bitten. Und damit lebt sie wieder in ihrem Handy. Erst jetzt fällt ihr auf, wie relativ zierlich sie eigentlich ist. Kaum zu glauben, dass du gerade solche Schwierigkeiten hattest, sie abzuschütteln. Und andererseits, bei den Untoten ist nichts, wie es scheint. So viel hast du schon verstanden. Und selbst im Vergleich mit den Vampiren, die du bisher kennengelernt hast, scheint das ein ziemlich exzentrisches Exemplar zu sein. Ich meine, das wurde uns auch gesagt, ne? Die völlig durchgeknallten Markarianer. Nach ein paar Augenblicken blickt sie noch einmal auf. Und als sie bemerkt, dass du immer noch skeptisch zu sein scheinst. Jetzt beruhig dich, Großer. Kein Nahkampf nach Mitternacht, versprochen. Das war bloß ein. Ach, jetzt, wo ich es sage, merke ich auch, wie blöd das klingt. Ein Funktionstest? Ich finde das, wo, also das, das ist Logo da in der Brustregion, finde ich stark. Also irgendwie mag ich das. Funktionstest? 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 Funktionstest. Funktionstest? Ja, ich habe jetzt gesehen, wie du im Internet funktionierst und wie du in Gefahr funktionierst. Ich denke, ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, wer du eigentlich bist. Ich bin übrigens Hope. Wenn du hier bist, hast du wahrscheinlich eh von mir gehört. Da habe ich mir gedacht, sparst du die Höflichkeiten und schmeißt ihn gleich ins kalte Wasser. Klar. Jetzt so im Nachhinein, tja, war vielleicht ein bisschen zu kalt. Ja. Sophies Beschreibung passt bis aufs i-Tüpfelchen. Ich pack's immer noch nicht ganz, dass du im Chat so ausgerastet bist. Du hast echt versucht, mit einer Disziplin dazwischen zu hauen. Bloß weil ein paar wildfremde Typen von wer weiß woher dich blöd angemacht haben. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich weiß. Das war auch ein bisschen dumm, aber ich fand's witzig. Aber irgendwie respektiere ich es dann auch wieder, dass du dich wenigstens reinhängst. Das hat echt Unterhaltungswert. Ach ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Bist wohl nicht gerade ein Langweiler online, wenn man sich deinen Nick so ansieht. Hey. Ob du es glaubst oder nicht, Blutsauger, die an der Maus was zustande bringen, gibt's immer noch so ungefähr so viele wie Salubri. Okay. Wenn es ums Internet geht, stellen die meisten von denen sich hier schlimmer an als 90-jährige Opas und Omas. Jedenfalls, mach dir mal keinen Kopf wegen dem Chat. Das war bloß ein Spiel von uns. Schwamm drüber, okay? Später stelle ich dich nochmal richtig vor. Ein Blick auf den Monitor zeigte, dass das Geschnattere im Chat weiterläuft wie vorher. Dein kurzer Besuch scheint schon wieder Schnee von gestern zu sein. Naja, aber hör mal. Wir reden hier die ganze Zeit bloß über dich. Sag du doch mal was. Also, wieso bist du eigentlich genau hier? Wurde ihr langsam auch Zeit, dass sie fragt. Notiz, sie lebt es, sich selbst beim Reden zuzuhören. Und ja, bevor wir irgendwas sagen, eins von den dreien werde ich auswählen, so viel sei schon mal sicher. Aber wir gehen dann in der nächsten Folge damit um, oder? Also, danke fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao.